Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizon hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir müssen den Eintritt in die Mars-Transfer-Umlaufbahn jetzt realisieren. Das ist unser großer Schritt. Hier ist unser Habitat- und Motormodul zusammen mit meiner Besatzung von 3 Mann an Bord. Und ja, auf geht's. So. Wir wollen zum Mars. Wir haben 5 Kommandos, jeweils 5 Runden. Das heißt, wir haben insgesamt 25 Kommandos. Interessant, dass das sich unterscheidet. Wir haben minus 1 Schub und wir kriegen immer minus 3 Drift dazu. Wir starten mit minus 3 Drift und müssen bei 5 Drift am Ende ankommen. Interessant, interessant. So, 6 Schub gibt's. Das heißt, das müssen wir 3-mal am Schluss drücken können. Das heißt, wir müssen 3 Kommunikation und 6 Navigation mehr erzeugen, als wir haben. So, dann klicken wir erstmal hier drauf. Das scheint sich nicht sehr positiv auszuwirken auf den Drift. Dann müssen wir da oben, So, jetzt können wir hier erstmal den Drift wieder zurückholen. So. Wir bekommen minus 3 jede Runde. Das heißt, wenn ich das jetzt jede Runde einmal ausführe hier oben, dann läuft das schon mal ganz gut. Haben aber Tonnen an Kommunikation dafür, die wir nicht brauchen. Naja. Wie man es nimmt. Warte mal. Machen wir nochmal zurück hier das Ganze. Wir klicken mal erstmal da drauf. Das sieht besser aus, wenn wir das so machen. Da sind wir schon mal wesentlich näher dran. Und dann können wir hier nochmal hier drauf rauchen. Und da noch einmal drauf. Und dann würde ich sagen, davon würde ich gar nicht so viel ausgeben. Ich will davon eher was einnehmen. Ach, hier Energie, aber dann. Na gut, sind wir 2 Drift drüber. Okay, gut, passt. Ist eigentlich nicht weiter schlimm. 18.080. Okay. Datenbanken brauche ich da nicht, ne? Nee. Okay, das haben wir. Okay. Gut. So, Crew arbeitet erstmal. Das hat funktioniert. Das hat nicht funktioniert. So. Eieiei. So, das hat sehr gut funktioniert. Sehr gut. 2 Punkte mehr darauf, ist immer wichtig. Wir brauchen nämlich Unmengen davon. Ne? Aber wir haben schon 20 nach der ersten Runde. Das war schon mal ganz gut. So, jetzt sind wir dort angekommen. Dann werden wir jetzt erstmal da ankommen. Dann werden wir da drauf drücken und da drauf drücken. Dann sind wir schon bei 35. Dann drücke ich dann nochmal drauf. Dann sind wir nämlich bei 41. Oho, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, dann holen wir uns noch eine Energie. Energie kann man immer gebrauchen. Halt, jetzt habe ich irgendwas weggeklickt vorher. So. 41.702. Alles klar? Trifft es, naja. Mäßig, aber fast gut. So. Sehr schön, das gab nochmal einen Punkt extra. Da sind wir bei 42 angekommen. So, jetzt gibt es minus 3 Drift. So, sind wir bei 1. Wir müssen also 4 wieder rüber. Wäre ein Klick hier drauf. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? 3-mal das, ne? Drei Runden haben wir noch. Okay, dann werde ich jetzt nochmal eine Runde machen, wo ich mich erstmal ausrichte und ich werde versuchen, so weit zu übersteuern, dass ich nachher gar nicht großartig was machen muss. Dann hole ich hiermit schon wieder zurück, Ruder. So. Bin ich eigentlich schon ein zu weit drüber, ne? Dann kann ich nachher nochmal einen investieren, so passenshalber. Okay. So, die 3 Jungs im. Okay, alles cool. Ah, da gab es nochmal 2 extra. So, jetzt bin ich sogar einen drüber. So, ich brauche dafür 3 Klicks. So, und jetzt muss ich nochmal
Mimimi. Da muss ich einmal drauf drücken. So, dafür brauche ich die Datenbank. So. Dann haben wir die Punkte. Wir sind gerade. Wir haben alles. Alles ist gut. Bisschen Energie haben wir noch zum Covern, falls wir einmal covern müssen. Hui. So, jetzt haben wir den Schub zwar, aber wir sind ja nicht geradeaus. Das heißt, jetzt wird er wahrscheinlich dann hier das geradeaus machen wollen. Jetzt müssten wir eigentlich in den nächsten Screen springen. Sehr schön. Wir sind auf dem Weg zum Mars. Unsere bemannte Mars-Mission ist auf dem Weg und bringt uns jetzt für 4 Monate 273 Forschungspunkte weiterhin ein und wir haben 1320 Punkte gekriegt. Damit kommen wir über diesen Rang drüber weg. Wir sind auf der nächsten Stufe und bekommen beim nächsten Mal 50.000 mehr Kohle. Es kribbelt wirklich. Es kribbelt an allen Ecken und Enden und es wird und wird immer schöner und immer besser und wir sind auf einem richtig guten Weg. Oh. So, 8000 Forschungspunkte brauchen wir noch für unser Konferenzzimmer. 2000 Forschungspunkte haben wir gleich drin. Wenn wir jetzt einmal auf den nächsten Monat klicken, die Titan 2 ist dann fertiggestellt und kann eingeplant werden. Die Welt verfolgt den Marsstart. Tausende von Schaulustigen haben sich versammelt, um den historischen Start deiner bemannten Mission zum Mars zu verfolgen. Das Ergebnis dominiert die globalen Medien und greift in den erfolgreichen Start deines Marslandungsfahrzeuges. Gipfelt. Eine von deinem PR-Team verfasste Botschaft der Agentur wurde in sozialen Medien weithin verbreitet. Dieser Start markiert den Höhepunkt jahrzehntelanger Arbeit, den Triumph und Verlusten. Immer wieder das Überwindbare, Unüberwindbare zu überwinden. Viel Glück, ACTS. 400 Unterstützung verdient. Puh. Wettersatellit ist fertiggestellt, das Fahrzeug. 50% Startzuverlässigkeit, Strafe im suboptimalen Fenster. Na gut, von mir aus. Ist nicht weiter schlimm. Wir trainieren die Zuverlässigkeit von dem Ding, legen den Start, sagen wir mal, dahin und dann haben wir auf jeden Fall 99%. Und dann würde ich sagen, bestätigen, ab dafür, auch in den nächsten Monat. So, hier gibt es irgendeine neue Mission. Haben wir denn eigentlich was frei? Nee, momentan haben wir nichts frei. Aber was gibt's hier? Wo gibt's hier was? Jupiter hat hier eine Anfragemission. Jupiter polare Umlaufbahn. Bringt Forschungspunkte. Oh, das ist jetzt was, was wir jetzt nicht unbedingt so wenig haben. So, gleich ist der Start vom Wettersatellit angesetzt. Wettersatellit Mai 2009. Start. Eine diplomatische Mission mit den Japanern zusammen. Herausfordernd daran. Und dann wollen wir die Mission starten. Beides hat 99% Zuverlässigkeit. Die wunderschöne Titan-Rakete steht hier bereit, um diesen Satelliten ins All zu befördern. Oh, ich bin aufgejuckelt. Mit der Mars-Mission. Es ist echt merkwürdig, aber es macht mir... Es ist wirklich, ja, es ist schön. So, wir fahren fort. Und auf geht's. Hab ich jetzt geklickt? Haben wir den Start gar nicht gesehen. Ah, das kann ich überklicken. Oh, Entschuldigung, das war jetzt nicht mit Absicht. Aber okay, der Start lief erfolgreich. Zumindest keine Katastrophe, die ich jetzt weggeklickt habe. Das wäre was gewesen. So, wir wollen fortfahren. Uiuiuiui. So, dann haben wir hier unseren kommerziellen Satelliten, der eine sehr hohe Zuverlässigkeit hat. Und ich hoffe, dass uns das zugutekommt. Ein bisschen driften wird ja erreicht die Erdumlaufbahn. Jo, machen wir. Das bringt uns 25% Bonus ausrichten, müssen wir also auch noch. Gut, 2 Runden, A, 4 Klicks. Uiuiuiuiui. Okay. Okay. Oh. Das ist ja knapp. Gerade, weil wir die beiden da brauchen, ne? Ja. Wie gehen wir denn das an? Das würde ich gerne machen wollen. Das heißt, ich mache einmal das und das und das. Dann habe ich nur 5, 1, 1. Und dann...
Machen wir das, dann habe ich 4, 5, ja, 1, 2 Energie nur noch. Okay, also den Bonus werden wir nicht kriegen. Das hat mir aber keiner gesagt, dass er so hart ist. Jetzt sind wir hier im positiven Bereich gelandet und kriegen noch einen mehr. Dann kriegen wir noch eine Datenbank mehr. Na gut, also dann sind wir jetzt in der letzten Runde schon. Und jetzt müssen wir dann halt wirklich schon knallhart darauf aus sein, dass wir hier bloß noch diese Mission fertig machen. Diese Bonuspunkte werde ich nicht erreichen können. Nö. Kann ich nicht erreichen. Machen wir so, dann sind wir auf jeden Fall drin in den Missionsspecs. Die Bonuspunkte kriegen wir halt nicht. Schade! Aber wir haben keinen Weltraumschrott produziert. Das ist das Wichtige an der Sache. So, gut. Fortfahren. Ja, die Kommensatz, die sind immer sehr... schwierig. Du hast immer so wenig Runden bloß zur Verfügung und sowas. Das ist ein bisschen sehr tricky. So, wir brauchen 6666 in 2 Runden. Drift? Na, dürfen wir auch nicht allzu viel erzeugen. Gut, wir können ja mal einmal einen Drift in die Richtung erstmal erzeugen. Dann haben wir erstmal ein paar Datenbanken. Dann können wir da drauf klicken. Dann kann ich erstmal da drauf klicken. Dann sind wir erstmal wieder gerade. Dann habe ich noch einen Klick frei. Was brauche ich denn noch? Ich brauche Datenbanken ohne Ende. Ich brauche Kommunikation ohne Ende. So, bringe auch so Kommunikation dahin, wo sie brauchen. Gut. Wir sind 25% Bonus hier kriegen, das wäre cool. So, okay, wir brauchen jetzt theoretisch noch 3 Datenbanken. Da nochmal draufklicken. Hier gebe ich dann, wie habe ich den? 4 Klicks habe ich. Ich kann ja einen Drift ins Negative gehen. Dann kann ich da wieder ins Positive gehen. Jetzt brauchen wir noch 3 Datenbanken. Oh. Okay. Okay. Gut. Oh. Jetzt beschenkt er uns aber reichlich hier. Puh. Uiuiui. So, aber es haben wir geschafft. 25% Bonus immerhin, nicht 50. Aber was soll's, es sind nochmal 800.000 extra verdient für den Stress. Und 4 Millionen auf unserem Konto. Das hat doch auch schon mal viel, viel Schönes. So, ESA hat Wettersatellit beendet. Jep, das haben wir wohl. Und wir sind gleich in der nächsten Phase der bemannten Mondmission. Und diese werden wir natürlich jetzt durchführen. Wir haben jetzt sozusagen den Mittelkurs, müssen wir jetzt bestimmen. Am Mittelkurs des Manöver. Und dann Mars Horizon ist dann in 5 Monaten. Mission fortsetzen. Das war nicht ganz die 100. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, welche Folge wir gerade haben. Ich weiß auch nicht, wie viel heute schon aufgenommen habe. Ich bin... Wow. Strahlung, Drift... 50 Kommunikation, 50 Navigation und 10 Datenbanken. Holla die Waldfee. So, 3 Strahlung kriegen wir mal dazu, die müssen wir abbauen. Okay, kriegen wir hin. Also, wir können erstmal den hier und den da. So, dann haben wir die 3 Strahlung erstmal weg. Kostet uns jedes Mal 2 Energie. Das heißt, wir müssen... auch auf Energie achten. 6 Runden A, 6 Kommunikation ist okay. Dann machen wir jetzt 1 Energie schon mal wieder mit zurück, damit wir den haben. Drift. Oh, damit wir so noch wie wild driften. 15 Driftpunkte muss ich aufholen. Gut. Mit euch nicht richtig. Holla. Okay.
Gut, dann mal los. Na, wie ist das schon mal geklappt? Das auch. Da sind erstmal unsere Strahlung los, das ist schon mal wichtig. So. Okay, das gibt mir wieder was zusätzlich. Also der Bonus, der hat sich jetzt zweimal schon wieder hier bewährt, den mitgenommen haben. So, jetzt gibt es drei Strahlungen oben drauf. Ich kann mir nicht erlauben, die Strahlung hier irgendwie zu vernachlässigen. So, heißt also, klick, klack, Strahlung weg. Eine Energie. Dann haben wir noch drei Schritte. Mit dem wir jetzt was machen können. Jetzt können wir erstmal hier einmal driften nochmal. So, bei 7 noch. So, dann sind wir bei da. Na gut, aber wir haben schon 26, 20. Na gut, Datenbanken haben wir schon jetzt genug. Die können wir denn einsetzen. Aber nur wo? Da. Da können wir sie einsetzen. Okay. Gut, 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 gut. Wir haben noch ein paar Runden. Eieieiei. So. Das ist ja haarig. So. Okay, Energie zum Abbau. Ja, das ist sehr gut. Das gibt extra Kommunikation. Davon brauchen wir noch mehr als genug. Uiuiuiuiui. Zack. Und hier gibt es jetzt nochmal extra Navigation. Sehr schön. So. Und wir müssen immer noch auf unser Drift achten. Aber wir sind bei minus 11. Wir brauchen nur noch 4 Drifts. Gut. So, Systemcheck, erfolgreich bestanden. 3 Strahlung gibt es oben drauf. Puh, so. Klick, klack. So, das ist erstmal dann die Strahlung wieder weg. Sehr gut. So, dann sind wir bei 24 Datenbanken. Dann machen wir hier einmal einen mächtigen Drift. Oder warte mal, der ist eigentlich schon zu mächtig. So, jetzt sind wir geradeaus. Das heißt, jetzt können wir hier uns eine Energie nochmal holen. Wir brauchen 2 Energie auf jeden Fall. Und dann machen wir mal 2 Energie dazu. Zur Sicherheit. So, gut. Also, dann können wir beim nächsten Mal, aber da brauchen wir Energie ohne Ende, die wir nicht haben. Und hier kriegen wir Drift wieder dazu. Oder gedriftet in die Richtung. Okay. Aber Navigation kriegen wir schon noch. Wir brauchen Kommunikation. Die kriegen wir hier. Okay, gut. Okay. Jetzt ist in der Moment, wo wir immer 2 Energie mit hinzufügen müssen. Aber wir driften uns jetzt erstmal gerade in die Ausrichtung, in die wir müssen. 15 Drift, das finde ich schon ganz schön fies. So, gut. Jetzt kommt die 3 Strahlung wieder dazu. Zack, zack, 2 Energie weg. 2 Energie herstellen. Fertig. Anders geht es hier jetzt erstmal nicht. So, wir haben noch 3 verbleibende Runden. Hier kriegen wir Daten, brauche ich nicht mehr. Ich brauche das und ich brauche das brauche ich. Problem ist, dass Strahlung wegzaubern immer 2 Energie kostet. Das brauchen wir in der letzten Runde natürlich nicht mehr machen. So, ist die vorletzte Runde jetzt. Wir sind noch ganz viele Punkte davon weg, ne? Wir sind noch ganz viele Punkte davon weg. Okay. Ja, ich habe hier 3 Mann Besatzung drin, ne? Die will ich jetzt auch nicht aufgeben oder sowas. Und das will das Ding hier absolut nicht verlieren. Und das sind wirklich schon sehr herausfordernde Schaltung, die man hier machen muss. So. Okay, das war jetzt das letzte Mal. Wir müssen jetzt aber noch wieder hier 2 Drift zurückkommen.
Oh, da darf aber wirklich nichts schief gehen, ne? Okay. Alle Parameter passen. Okay, da kriegen wir noch wieder was geschenkt, das ist gut. Okay. Ja, jetzt dreht aber auf hier. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, die Marslandung zu machen, und wir werden das in der nächsten Folge machen. Den Abstieg, die Marslandung, diese kommt in der nächsten Folge. Wir werden auch alles erforscht haben. Das wird auch in der nächsten Folge stattfinden. Und wir haben noch genügend Geld, um eventuell so eine Mission nochmal durchzuziehen, falls wir jetzt zerschellen. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen wie ich mitfiebert bei diesem Spiel. Ich bin... Oh, es ist wirklich hart. Aber okay. Wir haben hier noch zwei Starts. Wir haben die nächste Phase der Polaranalyse in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.